Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute möchte ich euch in dieser Folge mein Shiny Celebi aus der neuesten Spezialforschung zeigen. Aber nicht nur Shiny Celebi will ich euch zeigen, ihr seht auch im Hintergrund schon ein paar Eier. Ich zeige euch meine letzten beiden Forschungsdurchbrüche. Einen neuen Pokédex-Eintrag gibt es noch von den neuen Carlos-Pokémon. Ein neues Shiny, was ich erhalten habe. Und natürlich das ganze Gameplay zu der Celebi-Forschung. Ich hoffe, heute gefällt es euch wieder. Lasst gerne einen Kommentar und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich gerne mal reinschreiben, wie gut war euer Celebi. Habt ihr neues Shiny? Habt ihr neues 100er und so weiter? Ihr wisst das ja. Freut mich immer über eure netten Kommentare, die zu lesen. Genau hier aus dem 12 km Lavita. Und dann gucken wir uns mal Lapras an. Genau. Ja, im Gameplay hatte ich noch einige gute Bälle, Pokebälle. Aber die sind alle dann nach dem Community Day, dem XXL Community Day, nach 2 Tagen Streaming natürlich mal wieder aufgebraucht. Das heißt, ja, neue Bälle sammeln. Aber das wird schwierig, denn Event auf Event. Ihr wisst es ja, wenn dieses Video online kommt, dann läuft schon das nächste Event mit dem Gala Pantymos. Genau, da muss man aber zwar ein Ticket kaufen, um es zu bekommen. Das heißt, es kriegt nicht jeder, aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, holt ihr euch das Ticket oder nicht. Würde mich mal interessieren. Ich habe es ja auf jeden Fall fürs Video mir schon mal besorgt. Und wenn ich es dann fertig habe, die Aufgabe, die Quest, dann zeige ich euch das auch wieder im Gameplay. Ich hoffe ja, dass das dann am Montag soweit ist. Ich hoffe es natürlich sehr. Ansonsten halt Dienstag oder so. Wir schauen mal, wie schnell es vorangeht. Auf jeden Fall gibt es auch wieder neues Shiny. Deswegen, ja, allen Shiny-Jägern dann wieder viel Glück. Denn Shiny Petsmeef kommt, genau. Freue ich mich drauf. In diesem Event leider kein Shiny bekommen von den Shinies, die ich noch nicht hatte, wie Kiesling oder wie Litomit. Aber vielleicht habt ihr ja Glück gehabt, einen Shiny bekommen. Genau, das waren meine Lapras. Dann, natürlich nicht vergessen, das neu eingeführte Pikachu mit einem Kostüm. Es ist diesmal das Forschungs-Pikachu. Ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll. Oder Forscher-Pikachu, keine Ahnung. Genau, den habe ich einmal für das Video gefangen. Ansonsten habe ich jetzt das Shiny nicht gejagt. Es gibt übrigens ein Shiny. Aber ich finde halt, Pikachus sind Ballfresser. Und ich will ja ein bisschen ein paar Pokebälle sparen. Deswegen nicht gefangen. Aber dafür ein wunderbares EFM bekommen. Genau, wunderbar. Das war noch am letzten Tag. Aber ich hatte halt kein anderes Gameplay mehr. Am letzten Tag vom Carlos-Event. Kurz nach 22 Uhr, also eigentlich waren die schon wieder weg, die Carlos-Pokémon, die häufigen Spawns, aber es war halt noch da. Und dann bin ich schnell da noch hingelaufen, hab's mir gefangen, aber wie gesagt, ein EFM, ein Video dafür hätte halt nicht gereicht. Deswegen ist es in diesem Video mit reingerutscht. Und ja, deswegen seht ihr es jetzt, dass ich es gefangen hab. Nice, endlich. Habt ihr es auch schon? Gerne reinschreiben. Dann endlich, ich glaube, es müsste mein erstes Shiny aus der PvP-Liga gewesen sein, wenn ich mich nicht gerade vertue. Es war zwar nur ein Shiggy, aber immerhin ein Shiny. Da hat sich das Kämpfen noch sehr gelohnt. Und ja, zum Feiertagscup am 28. werde ich natürlich wieder streamen. Natürlich nicht am 28., weil da geht es ja um 22 Uhr los, sondern am 29. Wenn ihr Bock habt, mich wieder in PvP zu sehen. Ich bin mal gespannt, welche Pokémon in diesem Cup gut zu gebrauchen sind. Und dann kommen wir natürlich zu der Quest. Natürlich, ich freue mich immer wieder über Bälle. 1 von 4. Viele, viele Pokémon-Begegnungen, einige coole Pokémon. Und ja, ich freue mich hier auch über die Weiterentwicklungen der Pokémon, denn die geben mehr Staub. Und ja, ich bin ja noch dabei, fleißig zu sammeln. Hier natürlich mal wieder überragend mein Buddy Pichu Staub zu sammeln. Genau, denn ich möchte bis Ende des Jahres gerne mein Ziel erreicht haben, die 6 Millionen Staub. Die 30 Millionen Erfahrungspunkte und, wenn es möglich ist, auch Level 41 zu sein. Wobei, da muss ich noch einige Raids machen, da muss ich mich ein bisschen anstrengen. Genau, dann natürlich auch einige Pokémon in den Aufgaben drin, die auch jetzt häufiger in der Wildnis gespawnt sind. Aber wie gesagt, ja, die meisten von euch, wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr noch nicht so weit seid und die Pokémon nicht habt, die selten sind, dann, ja, dann natürlich gute Begegnungen, wie ich auch finde, ja, natürlich, klar. Und dadurch habe ich auch nochmal einen neuen Pokédex-Eintrag bekommen, das seht ihr aber später mehr. Dicta, ja, auch sehr interessant. Gibt es ja auch in Shiny. Genau. Denn Elfan hatte ich noch nicht. Ich habe zwar vor dem Event einen 100er gefunden, was ich aber nicht entwickelt habe, weil ich das eigentlich für die Level 42er Aufgabe aufheben wollte, weil man muss nämlich 30 Pokémon mit Items entwickeln, Entwicklungs-Items. Deswegen habe ich das in mir aufgehoben, damit ich das auch da schnell schaffe.
Deswegen, sonst hätte ich schon 100 Teil von gehabt. Aber ich hebe es mir halt auf. Ja, wenn man die Aufgaben weiß, kann man ja ein bisschen schon sich für die Level-Erweiterungen, die dann kommen, auch schon gucken, dass man die Aufgaben sich zurechtlegt, wie man sie braucht, ein paar Sachen vorbereitet. Habe ich ja auch schon mit meinen Evolis gemacht. Zweimal mit Evoli rumgelaufen jeweils, dass ich jetzt auf den beiden Evolis 10 Kilometer habe und die dann zu Nachtara und Sianna entwickeln kann, damit ich schnell die ganzen Evoli-Entwicklungen durch habe. Kikui, ja. Ein seltenes Pokémon, soweit ich weiß, ich hoffe, ich vertue mich nicht, kommt das überhaupt gar nicht in der Wildnis, sondern kam bisher nur aus 5 Kilometer Eiern. Seine Weiterentwicklung, Knoso, den kriegt man ja in der Wildnis, aber den fange ich halt nicht, weil der auch ein Ballfresser ist. Genau, die ganzen Ballfresser, die nicht interessant sind, die ganzen Pokémon, die fange ich nicht. Und dann gucken wir uns mal hier das Pinsir an, auch interessant. Ja, gab ja Jesse und James mit Sichlor und Pinsir, habe ich ja gar nicht mitgerechnet, dass die als Shinies verfügt sind. Ja, leider keins bekommen. Ich hoffe, ihr hattet da mehr Glück. Auch keiner mit guter IV, aber ja, dafür haben wir die ja gemacht, um Celebi zu erhalten. Deswegen hattet ihr mehr Glück. Und bei Arlo bisher auch noch kein Glück bei den Boss, den man da bezwingen muss. Genau, weil ich will ja Shiny Fukano in Krypto haben. Deswegen, vielleicht habe ich ja noch Glück. Und jetzt, ja, ein uninteressantes Pokémon, aber es ist halt dabei, ein Hoothoot. Halt, die meisten Pokémon aus dem Film sind auch in der Quest verfügbar. Und deswegen, ja, haben wir uns Hoothoot mit einfach fabelhaft gegönnt. Dann mache ich das meistens, wenn ich ihn fangen muss, Nanabeere und dann einfach fabelhaft. Und dann haben wir noch, wie gesagt, das angesprochene Elfern, das ich jetzt aus der Quest fange, war ein neuer Pokédex-Eintrag, wie gesagt, weil ich halt mein Wurmball noch nicht entwickelt hatte. Mein hundertprozentiges wird aber auf jeden Fall noch entwickelt, sobald ich dann Level 41 bin und ich die Quest für 42 habe, um es dann entsprechend zu entwickeln, damit ich schnell die 30 Entwicklung mit Entwicklungsitem hinbekomme. Genau. Deswegen seht ihr hier nochmal den neuen Pokédex-Eintrag und dann sind wir gleich schon soweit, denn wir können jetzt noch das nächste Pokémon abholen und dann sind wir schon fast bei Celebi. Nämlich ein wunderbares Vibrava hatten sie auch noch in der Begegnung. Ja, sag ich mal, begegnet. Weil, ja, Vibrava ist schon selten für uns, weil wir ja kein Knackleon bekommen. Wobei wir ja den Community, also von daher, ja, das ist gut, aber ja. Liebe Ältere, nimmt man auch gerne, wenn das mal kommt, aber wie gesagt, Sternstaub und so weiter und so fort. Alles gut, denn ich möchte ja gerne mein Ziel erreichen. Mirapla, ja. Ist seit Generation 1 nicht mehr alleine, ist auch eher seltener, läuft auch nicht mehr so oft wild durch die Gegend. Deswegen kann man mal mitnehmen, aber jetzt nichts Spektakuläres. Wobei mir ja dann die ganzen Shinies noch fehlen, also von daher mal gucken. Und dann haben wir noch Tampion, ja, eins der uninteressanten Pokémon aus der Quest, aber die können halt nicht immer nur gute Pokémon reinstecken. Deswegen schreibt gerne mal eure Meinung zu der Quest, wie die euch gefallen hat und so. Hattet ihr Probleme oder alles easy? Und dann kommen wir jetzt zum Highlight. Man musste das natürlich in AR fangen. Ich hatte jetzt keine Möglichkeit und ich wusste jetzt nicht, wie ich das ausschalte. Deswegen seht ihr es jetzt in AR. Man kann es natürlich auch ausschalten, wenn das Handy das nicht kann. Also könnt ihr es auch fangen. Dann ist halt bei euch alles nur schwarz. Genau. Und dann zeige ich euch meine Bewertung. Ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Leider enttäuschend. Nur 2 Sterne. Schlechter als mein erstes. Deswegen hoffe ich, eures war besser. Schreibt es gerne rein. Und dann mit den Bewertungen. Bye bye und bis zum nächsten Mal.